Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wie versprochen gibt es jetzt ein Video, wo meine beiden Trolle drin vorkommen. Einmal haben wir hier den goldenen, goldglänzend und einmal schwarz mit einem ganz tollen Muster mit Noten drauf. Beide haben sehr schönes, weiches Haar und beide haben auch ein bisschen Blau in den Haaren. Einer blau-pink, einer blau-lila. Und eine weitere Gemeinsamkeit, die beiden mögen gerne Sonnenbrillen. Einer hat eine blaue Sonnenbrille mit pinken Gläsern und einer eine lilane mit silbernen Gläsern. Und die kann man natürlich auch untereinander tauschen. So, steht ihm auch sehr gut. Ja, und die kann der auch gut tragen. Ich mag die aber lieber ohne Sonnenbrillen, weil die Augen so interessant aussehen. Die haben richtig so Knopfaugen und der hat grüne Augen und er blaue Augen. Sonst sehen die sich relativ ähnlich, aber was mir jetzt gerade auffällt, die haben ganz unterschiedliche Nasen. Dieser hier hat so eine richtige kleine Knollnase und dieser eine klitzekleine Stupsnase. Die Ohren sind auch ein bisschen unterschiedlich. Dieser hat ein bisschen kleinere Ohren und dieser ein bisschen so rundere. Einer so kleine Spitze, einer runde Ohren. Der hier hat auch ein bisschen breiteres Lächeln. Und die Bauchnabel sind auch ein bisschen unterschiedlich. Er hat nämlich einen Blitz als Bauchnabel und er hier einen kleinen Knopf. Sonst sind die wirklich sehr ähnlich. Ich glaube, die gleiche Schuhgröße, die gleichen Hände und Arme, auch von der Figur. Beide haben so einen kleinen vorstehenden Bauch. Und von hinten sehen die auch fast genau gleich aus. Und die beiden haben aber auch eine ganz große Gemeinsamkeit. Und zwar, dass ihre Haare sich mit dem Beat bewegen können. Ich schalte die jetzt mal beide ein. Und jetzt testen wir das Ganze mal. Dafür drücke ich nochmal auf die Bauchnabel. Es ist nämlich so, man kann das Ganze einschalten. Und normalerweise geht es dann auch direkt los. Aber manchmal schalten die sich auch in den Schlafmodus. Und durch das Drücken auf den Bauchnabel kann man den Schlafmodus dann wieder ausschalten. Und dann sind die aktiv. So. Und die Haare fangen an, sich zu bewegen. Ja, ihr seht, die Haare bewegen sich unterschiedlich. Diese hier sind so und so und bewegen sich aufeinander zu. Test, Test, Test. Also ihr seht, hier ist ein Haarbüschel und hier ist ein Haarbüschel und die bewegen sich dann aufeinander zu, wenn ich spreche oder wenn ein Musiklied an ist. Ja, ich stelle ihn mal wieder hier hin und dann zeige ich euch diesen hier nochmal von genauestens, also von der Seite. Test, 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 Test. Hier bewegen die Haare sich nämlich im Kreis. Die sind nicht hier in der Mitte getrennt, sondern eigentlich so zusammen und bewegen sich gemeinsam. Die Haare bewegen sich gemeinsam. Ihr seht, das Ganze dreht sich hier einfach so mit dem Beat. Einer hat also drehende Haare und einer hat Haare, die aufeinander so zugehen. Also hier ist die Bewegung und hier ist die Drehbewegung. Auf jeden Fall finde ich die richtig witzig und auch wenn die zusammen jetzt hier aktiv sind, und ehrlich gesagt nervt es immer ein bisschen, wenn man spricht und die Haare bewegen sich da komplett zu. Aber zur Musik ist das natürlich total lustig. Mir gefallen die richtig gut. Ich mache die jetzt aber auch mal wieder aus. Achso, ich mache mal hier am Ausschalter. Also es ist auf jeden Fall richtig, richtig lustig, den beiden zuzusehen, gerade wenn sie so zusammen sind. Aber
Aber wenn ich spreche und euch das hier erklären möchte und die immer mit ihren Haaren dabei zappeln, ist es auch ein bisschen anstrengend. Aber wenn man sich lustig seine Lieblingsmusik anmacht und die bewegen dazu dann die Haare, das ist wirklich ganz toll. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet, ob ihr vielleicht auch so einen habt und welchen von beiden ihr niedlicher findet. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ich finde beide irgendwie total super. Dieser hier gefällt mir so gut, weil der so ganz metallisch glänzend ist. Und dieser hier sieht irgendwie so niedlich aus, dadurch, dass der auch so ein bisschen eine kleinere Nase hat. Das war mir zwar eben erst aufgefallen, aber trotzdem, ich dachte immer schon, ach, der sieht hier irgendwie so ein bisschen jünger aus und ein bisschen niedlicher. Und dann mit diesem tollen Muster noch da drauf. Also den finde ich auch richtig, richtig schön. Und das Schöne ist ja auch dieser Kontrast von den leuchtenden Haaren zum Körper. Das ist ja bei beiden gegeben. Und diese niedlichen kleinen Knopfaugen. Deswegen, ich kann mich gar nicht richtig entscheiden, aber vielleicht habt ihr einen Favoriten. Welchen von beiden findet ihr besser? Dann einfach unten reinschreiben. Und die Sonnenbrillen gehören so rum. Und ja, vielleicht habt ihr einfach was dazu zu sagen. Da würde ich mich drüber freuen. Und sonst schaut unsere anderen Videos. Es gibt auch über die beiden jeweils einzeln noch ein Video. Also wenn euch das interessiert, einfach mal reinschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!